Hey, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich bin Rita und ich mahle heute mit dir mehrere Kastanien, die auf einem Kastanienblatt liegen. Und als erstes habe ich einen Buntstift genommen und zeichne damit auf einem Aquarellpapier die Kontur von den Kastanien vor. Wie sollen sie liegen? Auf welchen Positionen soll die eine Kastanie halb zu sehen sein, also halb aufgeplatzt oder ganz offen? Das entscheide ich jetzt. Und ich überlege auch schon mal und habe auch ein paar Vorlagen. Ja, welche Farbe hat denn die einzelnen Kastanien? Also wenn sie zum Beispiel in einer Hülle eingepackt ist, ist ja noch grünlich. Und die ausgepackte Kastanie ist ja bräunlich. Und mein Blatt soll auch eher so ein orange-grün-braun haben. Also habe ich schon unterschiedliche Farben von den Buntstiften genommen. Und ja, einfach schon mal grob angedeutet, in welche Farbrichtung später mein Objekt dann haben soll. Ich benutze dafür auch ganz gerne eine Vorlage, denn so alle Blätter und alle Kastanien habe ich auch nicht im Kopf, wie alles ganz genau aussieht. Da schaue ich einfach mal, wie sieht das in der Realität aus. Manchmal male ich etwas ganz genauso, wie es auf der Vorlage ist, ab, aber meistens wird es dann doch irgendwie anders. Also entweder ist das Blatt anders oder die Kastanien sind immer etwas unterschiedlich. Und wenn mir die Vorlage soweit gefällt, dann nehme ich einmal Wasser und einen ganz sauberen Pinsel und fange das erste Objekt an, einmal nass zu machen. Und zwar nur die Gegenstände, die ich auch gleich anmalen möchte. Ich mache das deswegen nass, damit die Farbe dann ganz gut verlaufen kann, denn ich arbeite meistens mit mehreren Farben in einem Objekt, mit einem Farbverlauf, und einen guten Farbverlauf bekommt man am besten hin, wenn man diese Fläche einmal nass gemacht hat. Genau, und das mache ich jetzt einfach und werde jetzt nach und nach einmal die erste Kastanie fertig ausmalen. Ich benutze bei fast allen meiner Bilder flüssige Acrylfarbe. Die Farbe, die ich benutze, ist von der Marke Schminke. Es ist eine sehr hochwertige Acrylfarbe, also flüssige Acrylfarbe. Sie ist auch Airbrush geeignet und ist einfach sehr, sehr, sehr hochpigmentiert. Also ich brauche dafür nur ganz, ganz bisschen Farbe. Und meistens mische ich meine Farbe. Es kommt sehr selten vor, dass ich eine reine Farbe aus dem Fläschchen nehme, sondern ja, jetzt gerade habe ich so einen Grünton genommen mit Gelb, mit Indischgelb und noch ein bisschen Weiß, so um das Ganze nochmal aufzuhellen und ein paar Flecke reinzumachen. Da mische ich das einfach. Und wenn ich ein Objekt fertig ausgemalt habe, dann föhne ich das einmal komplett trocken und widme mich dann dem nächsten Objekt. Und auf meiner Vorlage schaue ich auch immer, wo gibt es vielleicht so kleine Lichtreflexe in den Objekten. Also in den Kastanien in dem Fall, und versucht das dann schon mal so ein bisschen auszusparen oder danachträglich, also falls es mir nicht gelungen ist, auszusparen, danachträglich nochmal mit etwas Weiß aufzuhellen. Und dann wiederholt sich der Prozess im Prinzip, indem ich wieder mein Objekt nass mache, also in dem Fall dann mein Blatt, und überlege, wo möchte ich welche Farbe hin haben. Diesmal trage ich die Farbe nicht direkt aus der Pipette auf das Blatt auf, so wie in meinem vorherigen Video, sondern habe das erstmal auf einer Mischplatte drauf gemacht, denn ich wollte jetzt ein bisschen mehr die Farben mischen. Ja, in meinem vorherigen Video, wo ich das Herbstblatt gemalt habe, da habe ich direkt das Gelb, das Rot, das Indisch Gelb direkt auf das Blatt aufgetragen. Diesmal mache ich das anders. Genau, weil mein Blatt soll ein bisschen mehr Farbnuancen haben, ja, soll ein bisschen mehr Mischfarbe haben. Ich habe überlegt, welche Farbe mein Kastanienblatt haben soll. Meine Vorlage war jetzt komplett grün, also es war ein ganz, ganz frisches grünes Blatt. Aber irgendwie war mir das ein bisschen, ja, zu langweilig. Und da ich eben gerade, also ich habe zwei Bilder hintereinander gemalt und das eben gerade, das war so ein richtig rotes, rot-orangenes Herbstblatt, und irgendwie habe ich gedacht, ja, sowas irgendwie in die Art soll es auch gehen. Und dann habe ich mich dann für so einen Verlauf entschieden zwischen Grün, Gelb, Orange, so ein Blatt, was gerade anfängt, richtig so eine goldene Herbstfarbe zu bekommen.
Bei dem Ausmalen, da achte ich auch drauf, wo die Kastanien liegen und versuche schon mal so einen kleinen Schatten reinzumalen. Das heißt, da, wo die Kastanie das Blatt berührt, also drauf liegt, da male ich das ein bisschen dunkler. Wie du siehst, ist meine Kastanie schon ziemlich wässrig und das ist auch genau das, was ich möchte. Also das Wasser, das schwimmt regelrecht auf dem Papier. Und da es ein Aquarellpapier ist, hält es die Farbe auch gut aus, ohne kaputt zu gehen. Ja, das wird nicht beschädigt. Ich verlinke dir unten in der Infobox mein ganzes Equipment, was ich in diesem Video benutzt habe, und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video gefallen hat oder das Motiv gefällt. Und falls du magst und noch einen Wunsch hast, was ich als nächstes malen kann, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen, denn das hilft mir auch immer, ja, neue Ideen zu bekommen, was ich als nächstes habe. Also vielleicht hast du hier einen Wunsch, was ich als nächstes malen könnte. Falls du gerne malst oder jemanden kennst, der gerne malt, dann abonniere gerne meinen Kanal oder empfehle mich weiter, denn so unterstützt du mich, dass mein Kanal wächst. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, was ich hier reinstecke und ich mache es sehr gerne. Ich liebe Malen, es ist mein Beruf. Ich bin Kunstlehrerin und ich unterrichte in der Schule und aber auch privat. Und ja, die Videos auf YouTube, das ist mein absolutes Hobby. Ich bekomme dafür kein Geld. Aber wenn du mir helfen würdest, dass mein Kanal wachsen kann, dann können mich noch mehr Künstler und Malbegeisterte erreichen. Ich danke dir dafür schon jetzt ganz herzlich und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!